Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Dieses Teil hier dürfte schätzungsweise den Großteil von euch da draußen bekannt vorkommen, weil er ist einfach in einem Großteil oder in einer Vielzahl meiner Projekte zu sehen. Mein Tellerschleifer, den ich jetzt nun vor 3-4 Jahren gebaut habe, und bis heute erfüllt er mir einfach meine Träume des Schleifens, weil er ist zuverlässig, er funktioniert, dem geht nie die Power aus, und ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute bin ich auch mit diesem Teil zufrieden. Wäre da nicht ein Problem, was ganz einfach die Größe zu schulden ist. Der Größe zu schulden ist. Ich glaube, ich bin der erste Mann, der sich über die Größe beschwert, dass es zu groß ist, oder? Software and Hardware. Ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich mir jetzt einen zweiten Tellerschleifer baue, weil das Problem ist gerade tatsächlich, dass der viel zu groß ist und dann auch zum Teil zu stark ist, weil wenn man so ein paar kleinere, filigranere Sachen schleifen möchte, nimmt man lieber Sandpapier oder eine kleine Feile. Aber wenn es dann doch mal ein bisschen mehr sein soll, was runterkommen soll, dann ist natürlich so ein Tellerschleifer prädestiniert dafür. Wie gesagt, das Problem ist aber, wenn es dann doch zu klein wird, hat er einfach zu viel Drehmoment, nimmt vielleicht dann auch das halbe Teil mit weg, fängt sich dann vielleicht auch noch in diesem Spalt hier. Und da habe ich mir schon mal früh gesagt, ich baue mir vielleicht irgendwann mal noch einen kleineren Tellerschleifer oder noch mal einen Tellerschleifer, der jetzt nur dafür ausgelegt ist, so kleine filigrane Teile zu schleifen. Und da blende ich euch jetzt gerade mal einen Ausschnitt ein von den Stöpselkopf News, wo mir während der Aufnahme der Stöpselkopf News eine Idee gekommen ist. Wie fange ich an? Ich packe mal kurz das Märchenbuch aus, so blöd wie es klingt. Ich habe vor 2 Wochen, habe ich mal wieder eine Kiste an Schrott gesammelt gehabt und sagte mir, die schaffst du jetzt mal wieder zum Schrottcontainer. Und während ich meinen Kasten in diesem Schrottcontainer entleerte, fiel mir im Blickwinkel etwas auf, was mir so indirekt bekannt vorkam, und ich mir dachte, nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alleine diese Größe war es das Ganze wert mitzunehmen. Und zwar rede ich von einem Mini-Tellerschleifer. Also, das wird... Das ist tatsächlich die Idee. Und prompt habe ich auch gleich noch eine Idee. So, und da haben wir auch das gute Stück, und ihr seht, glaube ich, auch schon, worauf das hinausläuft. Wir bauen uns einen kleinen Tellerschleifer. Kleine Challenge, die ich mir da noch auferlegt habe. Meine Challenge ist jetzt ganz einfach, diesen Tellerschleifer 3:1 zu bauen. Sprich, das Ganze geteilt durch 3 in der Größe ist dann das. Und es soll natürlich dann auch so aufgebaut sein, dass man, wenn man davor steht oder vielmehr ein Bild sieht von diesem Tellerschleifer, dass man nicht weiß, ob es der große oder der kleine ist. Das ist meine Challenge, die ich mir damit auferlegt habe, um mir dann auch den Traum zu erfüllen, noch einen kleinen Tellerschleifer zu haben. Fackeln wir nicht lang, gehen wir es an.
ist jetzt wohl der Moment gekommen, wo wir diesen Tellerschleifer demontieren müssen. Erst dann werden wir schätzungsweise auch so richtig erst sehen, was wir noch alles brauchen für den Tellerschleifer. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass wir noch eine Grundplatte brauchen. Wobei vielleicht diese sich hier auch dann gleich eignet. Neuen Schalter werden wir definitiv auch ranmachen müssen. Also für diejenigen, die die Stöpselkopf-News nicht gesehen haben. Ich habe nämlich tatsächlich diesen Tellerschleifer im Schrott gefunden. Und schon wo ich ihn so liegen sehen habe, dachte ich mir, oh was, da liegt ein Tellerschleifer drin. Und sofort war er natürlich bei mir im Kofferraum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie kann man denn so etwas wegschmeißen? Also ich glaube, jedem, der so ein Teil braucht oder verwendet, wird sich auch sagen, den schmeiße ich nie weg, den würde ich nie wegschmeißen. Ich hätte es jetzt noch verstanden, wenn er nicht funktioniert hätte, aber der funktioniert astrein, also warum wegschmeißen? So, während jetzt die Klettscheibe trocknet, kümmern wir uns um die letzten zwei verbleibenden Teile, die wir uns hier noch fertigen müssen. Zum einen ist es hier selbstverständlich der Arbeitstisch, der ja hier noch drauf muss. Und zum anderen hier oben, ja, die Abdeckplatte, wo dann auch der Schalter... Ich glaube, da kommt gar kein Schalter drauf. Ich glaube, eine Abdeckplatte reicht hier vollkommen aus. Dann machen wir hier einen Schalter an das Kabel. Weil jetzt hier noch irgendwo einen Schalter anzubringen, ich glaube, im Maßstab... ist das dann doch relativ schwierig. Ja, der Schalter würde dann natürlich auch hier über die Front drüber hinausragen. Das würde natürlich auch das Bild ein bisschen kaputt machen. Also kommt hier eine Abdeckplatte drauf. Und was ich mir jetzt gerade auch so überlege, ob wir das Ganze nicht miteinander kombinieren. Sprich, dass das Ganze dann hier an die Frontplatte gleich mit irgendwie verbunden wird, weil so haben wir dann natürlich auch ein bisschen Stabilität, was diese Platte hier angeht, weil das jetzt nur stumpf hier draufschrauben oder draufleimen, ich glaube auf Dauer, ja, ich glaube, das wird das Sinnvollste sein. So haben wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, so machen wir das. Was die Arbeitsplattform angeht, haben wir danach so ein kleines Problem, ich betone tatsächlich ein kleines Problem. Und zwar im Original sind hier 16 mm Siebdruckplatte aufgebracht. Und wenn man das Ganze durch 3 teilt, kommt man auf ja, 5,33333333. Und ihr könnt euch jetzt auch an der Stelle vorstellen, ja, sowas kann man nicht kaufen. Das müssen wir uns tatsächlich selber machen. Wir haben jetzt hier eine 12 mm Siebdruckplatte. Und die werden wir jetzt ganz einfach runterschleifen ist das, glaube ich, blöd. Wir werden das ganz einfach mit der Bandsäge auftrennen. Das ist natürlich dann schon ein bisschen einfacher und gibt uns dann auch die Möglichkeit, weil Siebdruck zu verleimen ist ja sowieso so ein Thema. Und wenn das Ganze aufgetrennt ist, können wir das natürlich dementsprechend hier auch einfacher draufleimen.
Das gibt dem Ganzen natürlich ein bisschen mehr Stabilität. Ja, ich denke, mit der Bandsäge das Auftrennen ist jetzt der richtige Weg. Und das geht ja relativ fix.